Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Fast auf den Tag genau, vor 73 Jahren, nämlich am 25. Januar 1942, konnten alle die Häuser im Lokalteil der Gleichgeschaltung Nationalzeitung Folgendes lesen. Am Vortag war ein Lichttransporter im Stadtteil Süderwich mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Und im nächsten Frühjahr würde es eine Scheidezählung geben. Keine Zeile erwähnte die Ereignisse, die sich am 24. Januar 1942 unter anderem in der Kellerstraße und in der Bismarckstraße abgespielt hatten. Um 7 Uhr morgens fuhren große offene Lastwagen vor, um die jüdischen Familien in Recklinghausen aus ihren Häusern zu holen. Unter ihnen waren auch die jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Mahl, die schon vor 1942 in die Recklinghäuser Judenhäuser ausgewiesen worden waren.